Und den komischen Typen hier befreien. Wie war das mit X? Hallo? Hallo? Ah, gedrückt halten. Oh Gott. Okay. Oh ja. So süß. Igitt. Ah, da haben wir dich doch. Was? Ah, da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier herausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Mario. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden. Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir nicht. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Emanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Oh ja. Hey, der neue Schreckweg-Flu, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, zur Tiefgarage. Okay. Ja, woanders können wir eh zurzeit nicht hin. Sieht komisch aus. Woanders können wir eh gerade nicht hin, also ist ja wurscht. Oh, jetzt läutet das Telefon wieder. Und da sind noch ganz viele Bilder von uns. Hey Luigi, sieh dir das da drüben mal an. Was ist los? Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Ja, nicht so sehr. Wir müssen erst unsere Bilder abschauen. Okay, hier sieht's gut aus. Wir klären das ein andermal. Aber, oh Gott. Aber die Bilder zumindest auf unserem Weg nehmen wir mit. Hallo? So. Hier ist noch ein Bild. Hallo? Ich muss noch weg. Na. Die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Irgendwie komme ich nicht darauf klar. Aber okay. So. Hier noch ein Bild. Hallo? Einsaugen bitte. So. Hier haben wir noch Müll rumliegen. Das müssen wir noch schnell einsaugen. Was ist mit dem Müll an? Okay. Alles fein. Oh. Sieh mal, das ist Geld. Was? Das ist Geld. Und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man das trotzdem aller Gefahr nicht einfach ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst. Ja, machen wir schon. Wir sind drauf und dran, das zu tun. Okay. Ich bin gespannt. Können wir irgendwo anders hinfahren? Was zum... Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt. Bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl auch später noch widmen. Jetzt drücke erstmal den Aufzugknopf B1. Bestätigen. War das die Tiefgarage B1? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, Luigi, wie er Angst hat. Es hat nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Sie wurden sicherlich auf weite oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. Gibt's hier keine Treppen oder so? Okay, gucken wir mal. Hier waren wir ja schon. Oh, haben wir hier reingeguckt? Okay, sorry. Aber wir haben ja gar nicht alles eingesammelt. Wie ist das denn möglich? Wir müssen noch alles einsammeln. So geht das nicht. So, ich habe keine Ahnung, wo die Garage war. Oh, damit. Ja, moin. Dieser komische Typ lacht uns einfach aus. Wie kommen wir denn dort hoch? Ah, okay, so.
Ja, ich wollte dich nicht ansaugen, aber es war gerade keine andere Möglichkeit. Hallo? Okay. Ah, doch. Okay. Ja, die Garage war hier, ne? So, gucken wir nochmal. Oh, hier sind Geister. Der schmeißt einfach mit Koffern nach uns. Natürlich. Okay. Den musst du mit Stroboblitz blenden. Ah, mit dem? Okay. Ich hab das gar nicht verstanden, was du sagst. Okay, nehmen wir mal ein Herzchen und saugen ihn ein bisschen runter. Hä? Wann schmeißt er denn seinen Koffer? Kannst du einen Koffer schmeißen, bitte? Ah, okay. Okay, ich hab den nicht verstanden. Wir sammeln das Geld aber trotzdem auf. Wir blenden ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es dann schneller geht oder nicht. Aber komm jetzt. Kannst du ein bisschen hurry up? So. Er hat eben noch die Möglichkeit, also das war jetzt hier. Was ist jetzt los? Okay. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Anscheinend haben wir besiegt. Und was seid ihr für komische Teile? Oh, Aufzugknöpfe. Das ist ja cool. 1 und 5. Ja, 1 und 5. Oho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Ich hätte gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat. Aber es sind ja nur 2. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Luigi! So eine Kamera auch hier hat. Okay, kann ich jetzt trotzdem nicht irgendwie diesen Koffern entledigen? Anscheinend. Hätte ich die mit ihm kaputt machen müssen. Das wäre jetzt aber ein bisschen ärgerlich. Hallo? Hey. Der kommt jetzt ja ultra weird. Okay, keine Ahnung. Okay, passiert nichts. Ah, aber da oben sehe ich schon gutes Geld.
So. Oh, hier ist noch Geld. Alter, wie viel Geld hier überall rumliegt. Ist der Wahnsinn. Oh, können wir das öffnen? Das gönnen wir uns natürlich alles. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Gibt es hier noch was Interessantes mittlerweile? Oh, können wir das... Hä, haben wir das nicht geöffnet schon beim letzten Mal? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon beim letzten Mal geöffnet haben, oder nicht? Das geht wieder zu. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, dass sich das resettet hat. Aber okay. So. Gucken wir mal zum Professor. Hä? I did it. Ich bin confused. War das nicht der, den wir schon eingesammelt hatten? Okay, gehen wir mal zu dem Typen. Er hat einfach so seine Base to go. Hey, willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportablen Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert, was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hergebracht habe. Du wirst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Man hat mich hereingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaber dieses Hotels ausgab. Sie sagte damals verkündet, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitzt. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an. Doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Frage. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Ah, damit sind auch alle die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hast. Oh, auch König Buhu. Dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Wow. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Oh, diese Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Füll mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefallen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. So gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk daran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Okay. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich, du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Ich nenne sie Virtual Bow. Virtual Bow? Boo? Bow? Oder kurz VB. Haha, got it. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtuelle Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schritt. Warte ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Dann wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Hehe. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgaben du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ich habe noch was für dich. Diesen Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Got it. Nice. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal.
Also begib dich und geh hin zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Mit Git sprechen. Leitfadeneinstellungen, Galerie. Okay. Mehr Spieler. Zum Titelbildschirm. Karte. Hotel erforschen. Okay. Wir gehen mal einfach weiter und gucken uns hier beim nächsten Mal um. Ich glaube, wir werden hier noch öfter... Oh, wir haben jetzt eine Karte. Wir werden hier noch öfter hinkommen, nehme ich jetzt mal an. Ah, fette Riesenspinne. Oh, eine gelddroppende Spinne. Natürlich nicht schlecht, nicht schlecht. So, wie kommen wir jetzt an diese Spinne? Ah, boah, ist das furchtbar. Also, ich muss jetzt sagen, ich habe so viel Angst vor Spinnen. Das ist für mich schon Horror. Das ist für mich schon minimaler Horror. So, hier haben wir den Aufzug. Was ist das eigentlich für eine komische Tür rechts? Ich weiß, wir sind durch die schon durchgegangen, aber das ist trotzdem ein bisschen weird. So, wie können wir jetzt dieses Ding aufstellen? Achso. Was geht ab? B1, Keller. Hallo Luigi! Die Installation hat offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speichert, welche Etage der Aufzug erreichen kann und sammelt auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hey, nimm doch mal die Aufzugknöpfe, die du ergattert hast, und setze sie ins Panel an. Oh ja. Oh yeah. Here we go. Creepy. Oh yeah. Voll gut. Und schon kannst du die Karte einer neuen Etage aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem VB vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in den VB übertragen, sodass du dir die Karten jederzeit und überall ansehen kannst. Wenn du die Karte einer Etage vom VB-Menü aus öffnest, werden mehrere Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unerlässlich. Bei deinen Erkundungen des Hotels sollte es stets zu deiner Priorität gehören, Aufzugknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Hey. Noch eine Sache, bevor du losgehst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über den VB ausprobieren. Öffne mit Hilfe von Bruce den VB und wähle mit Igitt sprechen. Ein Kinderspiel. Na los, Luigi. Was plus müssen wir trinken? Oh Gott, was geht hier denn ab? Karte. B1 Aufzug. Okay. Crazy. Mit Igitt sprechen. Leitfaden zurück zum Titel. Okay. Ja, mit Igitt sprechen. Das sollen wir ja machen. Test. 1, 2, 3. Hier spricht Igitt, das größte Genie hier vor Ort. Bin ich laut und deutlich zu verstehen? Fantastisch! Die Kommunikation mit dem VB funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Test gerade, Luigi. Nutze das ruhig. In manchen schwierigen Situationen weiß ich womöglich Rat. Auch noch was. Mit Hilfe des VBs kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. Soweit, so gut. Das Testen meiner Erfindungen macht ja Spaß, aber es gibt noch viel Arbeit. Ich hätte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug E5 erreichen, nicht wahr? Auf der Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi. Mein Zimmernummer war verflixt. Welche Zimmer hatte ich denn noch? Naja, egal. Du hast ja eine Karte, auf der du nachsehen kannst. Viel Glück, Luigi. Versuch, lebendig zurückzukehren. Hehe. Wow. Also dieser Professor ist echt... Jo, interessant. Aber ich würde sagen, für das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gehen wir in Etage 5 und erkunden diese. Bis dahin. Ciao.